Gut. Person ist bewusstlos. Mit dem Gruppenfoto ist es vollbracht. Die 22 Nachwuchskräfte der BASF Werkfeuerwehren Ludwigshafen, Münster, Schwarzheide und Lampertheim haben ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ein halbes Jahr voller Herausforderungen, Hürden und Hindernissen mit 25 Prüfungen in 25 Wochen liegt seit heute erfolgreich hinter ihnen. Es war eine stressige Zeit, anstrengend. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist irgendwo mein Kindheitstraum gewesen, den Beruf zu wählen. Und wir haben alle bestanden und sind jetzt ausgebildete Werkfeuerwehrmänner. Es ist natürlich wichtig, dass wir die Kollegen vorbereiten auf das, was die hinterher im Einsatz erwartet. Und im Einsatz wird es anstrengend, da wird es heiß, da muss man sich einfach auch mal durchbeißen. Auch nochmal so ein extra Weg, wenn man eigentlich fast schon nimmer kann, nochmal ein Stückchen weiter. Und wir pushen natürlich die Teilnehmer im Lehrgang auch zu Höchstleistungen. Und das haben die alle gebracht. Alles beginnt auf der werkseigenen Atemschutzübungsstrecke in der BASF Feuerwache Nord. Hier lernen wir Thomas Kemeter kennen, 32 Jahre alt aus Aich, den wir in den kommenden 6 Monaten bei der Grundausbildung mit der Kamera begleiten. In der Atemschutzübungsanlage geht es um den Umgang mit dem Pressluftatmer, mit den Instrumenten vertraut machen, an die Bewegung mit der rund 30 Kilogramm schweren Ausrüstung gewöhnen, die Atemtechnik anpassen, auch in anstrengenden Situationen. Im Einsatz gilt es später, die Orientierung in dunklen und engen Gängen zu behalten und einen kühlen Kopf zu bewahren. Spaziergang ist anders. Durch einen Pressluftatmer zu atmen, ist nicht natürlich. Es ist ein gewisser Atemwiderstand. Natürlich die Schutzkleidung, die Wärme. Ist halt belastend für den Körper, ist ja ganz natürlich. Ja. Aber so im groben Ganzen, alles gut. Die nächste Station, Hauenstein in der Südwestpfalz. Der Lehrgang an der Kettensäge. Hier stehen spezielle Schnitttechniken auf dem Programm. An Bäumen, die etwa nach Sturmschäden unter Spannung über eine Straße hängen. Das Holz bestimmen, die Spannung im Inneren deuten. Jeder Baum hat eine Druck- und eine Zugseite. Die richtige Position und die passende Schnitttechnik sind substanziell, um nicht von brechendem Geäst getroffen und verletzt zu werden. Natürlich sollte man keine Hemmung und keine Angst davor haben. Es ist natürlich schon. Es ist halt schon eine Gewalt dahinter. Man muss halt mit Respekt an die Sache dran gehen, nicht leichtsinnig damit umgehen. Man kann sich ja auch dementsprechend auch ganz schön verletzen, wenn man es nicht richtig macht. Auch die einfache Rettung von Menschen aus Höhen und Tiefen ist fester Bestandteil des Ausbildungsplans. Gerettet wird eine lebensgroße und etwa 70 Kilogramm schwere Puppe aus dem 2. Stock einer Anlage auf dem Werksgelände. Sie dient den Feuerwehrleuten als Übungsplatz. Eine Höheangst ist absolut fehl am Platz bei dem Beruf. Man muss schwindelfrei sein und auch keine Angst vor der Höhe haben. Man muss halt ein gewisses Vertrauen mitbringen ins Gerät. Ja, wichtig ist es, dass man halt selber gut gesichert ist. Man hat eine doppelte Sicherung. Und vor allen Dingen, dass die Seile nicht über scharfe Kanten drüber laufen. Es muss rund laufen. Auch die Abwehr von chemischen Gefahren gehört für einen BASF-Werkfeuerwehrmann zum kleinen Einmaleins. Der Umgang mit speziellen Chemikalien-Schutzanzügen und der passenden Ausrüstung muss sitzen. Gleichzeitig das Feuer löschen, die Leckage abdichten, unverletzte Personen retten. Präzise, schnell und sicher. Ja, man muss halt den Ablauf, der muss drin sitzen, der muss in Fleisch und Blut übergehen. Man muss schnell seine Geräte ausziehen können und dementsprechend im Kopf umzwitschen auf Chemieschutz und dementsprechend die Anzüge anziehen. Es muss alles dicht sein.
Die mobile Übungsanlage Binnengewässer mit dem havarierten Schiff Regina Reni. 3 Tage gastiert das Team im Elsatz. Für viele ist das der Höhepunkt der Ausbildung. Atemschutzübungen mit anschließender Personenrettung aus einem Lagerraum. Ein Brand bricht in der Kombüse aus, unter Atemschutz den Weg durch die verwinkelten und dunklen Gängebahnen, das Feuer lokalisieren und schließlich löschen. Überraschungen inklusive. Ladung fängt im Frachtraum Feuer. Über das Deck muss das Team in den Schiffsbauch vordringen und die Wasserversorgung mit den Kollegen an Deck herstellen. Schwimmen in Vollmontur, das Boot erklimmen, das alles mit der durchnässten und schweren Ausrüstung. Ein echter Kraftakt. Gas tritt an Deck aus, fängt Feuer, steckt auch Teile des Schiffes in Brand. Die Flammen schnellstmöglich ersticken, aus dem richtigen Winkel, um sich selbst nicht zu gefährden. Immer wieder gibt es wertvolle Tipps der Ausbilder, die im Ernstfall Leben retten können. 3 Tage, die an die Substanz gehen, die Truppe aber auch zusammenschweißen. Ja, man merkt es schon, körperlich ist klar, wir sind den ganzen Tag im Anzug. Das ganze Tag in der Sauna, da weiß man, was man gemacht hat. Die Ausbildung hier auf dem Boot, das ist einfach Gold wert. Hier lernt man nicht nur für die Feuerwehr, hier lernt man fürs Leben. Das heißt ja, wir gehen zusammen durchs Feuer. Wenn man mal richtig zusammen durchs Feuer gegangen ist, da schweißt man auch zusammen. Am 24. August wird es schließlich ernst. Jetzt müssen die Auszubildenden zeigen, was sie gelernt haben. Die Ausbilder entwickeln ein Szenario, das so ähnlich in der BASF auftreten könnte. Produktaustritt in einer Anlage. Die Teilnehmenden werden auf die unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Löschgruppe verteilt. Thomas Kemeter ist im Wassertrupp für die Wasserversorgung zuständig. Bei den Abdichtungsmaßnahmen zum Stoppen des Produktaustritts durch den Trupp unter umluftunabhängigen Chemikalienschutzanzügen kann so der Brandschutz mit einem Wasserwerfer sichergestellt werden. Außerdem werden die austretenden Dämpfe des angenommenen Produktes in der Anlage niedergeschlagen. Aber ein Einsatz kann sich schlagartig verändern. Auch Flexibilität testen die Prüfer. Sie schicken das Team Wasserversorgung direkt weiter zum Aufbau eines Dekontaminationsplatzes. Und das immer unter den Blicken der Ausbilder und des Ausbildungsleiters. Ja, soweit war es gut gelaufen. War anstrengend, aber das ist ja klar. Wir wissen ja mittlerweile unser Handwerk, was wir zu tun haben, zu machen haben. Natürlich ist eine gewisse Grundnervosität, die ist einfach da. Wer sagen würde, der ist ganz cool, das wäre gelogen. Also irgendwo, es ist eine Prüfung und da bitzelt es trotzdem immer in den Finger, ist ja ganz klar. Der Herr Thomas Kemeter, geboren in Worms, hat als Angehöriger der Bergfeuerwehr BASF FSE in Ludwigshafen erfolgreich am Grundausbildungslehrgang teilgenommen. Nach Theorie und Praxis ist klar. Nicht nur Thomas Kemeter, sondern alle 22 haben bestanden, sind jetzt Teil der hochspezialisierten Truppe. Und diese Spezialisierung ist wichtig. Der Alltag als Feuerwehrmann im größten zusammenhängenden Chemiewerk der Welt unterscheidet sich deutlich von dem einer Berufsfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr. Wir sind von praktisch, aber auch vom Kopf her und vom Handling und von der Ausdauer her so ausgebildet, dass wir uns sicher sind, dass die auch gut geeignet sind für den realen Einsatzdienst. Ja, am meisten freue ich mich jetzt tatsächlich darauf, mal die neue Kollegen wieder kennenzulernen. Es ist immer sehr interessant, welche Charaktere man da so kennenlernt. Und ja, einfach auch den Einsatzdienst einmal mit zu erleben. Der Zusammenhalt unter den Kollegen, das ist einfach bombastisch. Wir sind zusammengewachsen wie eine Familie. Bei uns steht jeder für den anderen ein, egal was kommt. Ein Meilenstein ist damit erreicht. Nun gilt es für die 22, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und diese vielleicht schon bald mit künftigen Jahrgängen zu teilen. Die Ausbildung der werkseigenen Feuerwehren als Teil des nachhaltigen und effizienten Sicherheitsapparates am Standort hat bei BASF auch in Zukunft höchste Priorität. BASF. We create chemistry.